Willkommen zurück zu Fallout 3, der Lesestunde für postnukleare, ja, Gefährten. Und wir sind wie immer jetzt noch in der Bibliothek, deswegen die Andeutung, und wollen, glaube ich, wieder runter, oder? Foyer. Waren wir schon im Foyer? Nee, Foyer. Oh Gott, Foyer. Natürlich Foyer. Immer diese französischen Wörter. Gut, dass ich damals Spanisch genommen habe als zweite Fremdsprache und nicht Französisch. Hier waren wir schon, soweit ich weiß, ja, oben war noch über Raiders. Stimmt, die wollte ich eigentlich nochmal. Da fiel mir ein. Ich habe viel zu viel Gepäck, fiel mir ein. Nein, dass ich deren Sachen ein bisschen klaue nochmal. Auch wenn ich jetzt. Gott, total. Helf mir! Ich muss hier was tragen. So. Können nicht mehr laufen. Doch, ich kann noch ein bisschen laufen. Die da hinten waren wir noch gar nicht. Da gucke ich nochmal nach. Oder? Nee, da kamen wir doch durch, oder? So. Jetzt müsstest du dich beschweren, Junge. So, wir wollen natürlich die Kleidung versuchen miteinander ein bisschen zu verbinden. Um sie wertvoller dann zu verkaufen. Wert 71, naja gut. Die kann ich eigentlich wieder rausschmeißen. Ich habe gesagt, die kann ich eigentlich wieder rausschmeißen. Sehr schön. Und dann, ja, Yarishu. was denn? Reden wir über unsere Taktik. Nein, reden wir über unsere Ausrüstung. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Warum muss ich dort an Galileo denken, wenn ich den Kerl höre? Du bekommst die Raider-Rüstung. Ich weiß nicht, ob du die tragen willst. Ich glaube mal eher nicht, denn die ist eigentlich schlecht. Warum haben wir so viel Mist irgendwie rum? Ich muss echt mal irgendwie. Ja, keine Ahnung. Schön wäre es, wenn man hier nach Gewicht sortieren könnte. Dann könnte man schauen, was so viel wiegen würde. Aber nein, das haben wir hier nicht. Wir haben noch ein paar Vorkriegsbücher. Munition kostet ist natürlich kein Gewicht. Waffen, Gewicht 4. Kein Gewicht. Ach, Gegenstände generell. Waffen. Wir hatten unser Abwehrstick. Ja, den will ich dann später ins Hotel packen. Siehst du, wann habe ich eigentlich angefangen? Okay, muss noch ein bisschen drauf achten. Wir haben hier noch eine Jagdflinte. Die bekommst du auch noch. Und sonst. Sturmgewehr. Ja, gerade die Granaten wiegen doch noch ein bisschen. Benden. Ausrüstung. Aber gern. Ach so. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ich höre Gas. Ich hatte ja schon bei dir Waffen. Luftgewehr, Pistole, Jagdflinte. Und zwar die. Hierasche kann ich mehr tragen. Ja, bist du schlecht. Gut, Ja. müssen wir wohl was verkaufen. Unfreiwillig, unweigerlich und ja, ungeniert. Munitionskisten hatte ich die schon geöffnet. Ja, scheint so, sonst wären sie nicht leer. Ich kann mal nochmal gucken in der lokalen Karte, ob ich da alles geguckt habe. Scheint so. Bibliothek. Warum zeigt ihr nochmal nach oben? Ich dachte, ich habe den optionalen Quest erfüllt. Aufgabe. Haben wir nicht. Bibliothek für Kinder? Ich dachte, die haben mich schon alle getötet. Okay, mehr kann ich eh nicht tragen. Kronkorken. Wir gucken mal auf die Karte. Habe ich nicht gespeichert? Das wäre unmöglich. Da kommen Daten, lokale Karte. Zumindest waren wir hier, glaube ich, noch gar nicht. Ideal für Bücher. Oder waren wir hier drin schon? Weiter. Scheint mir alles ein bisschen unbekannt zu sein. Lunchbox können wir eh nicht. Oha, die schießen da, die schießen da. Hey, das ist meiner. Klaut mir doch nicht alle meine XP, das ist unsere. Oh, 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 oh.
Okay, der war nicht gerade clever. Ich hätte das vorher gucken müssen. Aber nur gut. Pfeil. Naja, den einen Pfeil lassen wir jetzt drin. Da öffne ich nicht nochmal. Ich hab gerade einen Pfeil ausgelöst. Wow, 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 wow. Geht mir aus dem Weg. So. Okay, machen wir das so. Also hier drin waren wir auf keinen Fall, denke ich. Den nehmen wir doch noch mit. Sturmgewehr überlastet. Vielleicht können wir es mit unserem Sturmgewehr noch nehmen. Ich hasse das mit dem Überlasten dauernd. Na, 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 na. Ach, Jerasche kann auch nichts mehr tragen. Wie viel kostet das Wert? 60, Jagdflinte. 31, raus mit dir. Klappt schon. Dann haben wir nochmal Munitionskisten. Schrotpatronen. Leicht verschlossen. Okay, nehmen wir das mit. Laufen wir weiter. Ich will hier mich nicht aufhalten lassen von irgendwas. Gucken wir. Nichts, nichts, nichts. Kombo, Schrank. Magnum mit Zielvorrichtung. Haben wir eigentlich schon eine. Lassen wir erstmal drin. Vielleicht kommen wir noch später nochmal hierher. Lokale Karte nochmal schauen. Daten. Bibliothek. Archiv. Blinkt immer noch da lang. Foyer. Ich gehe nochmal hier. Du, du, du. Hier ist jetzt die Treppe irgendwie. Okay. Elektronik. Mentats nehmen wir. Kartoffelchips. Ich werde mal hier gleich das nehmen, was ein bisschen. Gegenstände. Kleidung. Hilfe. So, wo haben wir das genommen? Na, na, na. Pistolen und Patronen. So. Junkfood. Leguan am Stiel. Mega und Biss. Dog vielleicht bringt, glaube ich, zu viele Trefferpunkte, oder? Naja, machen wir so. Egal. Lügen im Kongress nehmen wir auch gleich mit. Lassen wir erstmal. Lass mich durch! Warum sagt er hier eine Karte an? Daten, dass da was ist. Meint ihr hier und dann hier in die Richtung? Und da kommt man hoch. Also meines Erachtens kommt man hier nicht hoch. Okay. Gut, wir folgen einfach dem blinkenden Pfeil. Ach, hier waren wir noch nicht drin. Oh, Bälle. Bälle, Bälle, Bälle. Ich spiele so gerne mit Bällen. Nein, nix da. Nix und nix da. Leicht verschlossen. Da muss doch was Wertvolles drin sein. Kronkorken. Ja, ist super. Aber eine Kamera. Die ist manchmal doch wichtig. Nichts weiter. Was ist hier? Stützbandage. Ey! Ich wollte. Au! Das tut doch bestimmt weh. Ja, was denn? Gar nichts. Ich will aufstehen. Stürzen wir uns in die Action. Du sitzt mitten auf einer Stützbandage und ich glaube nicht, dass das angenehm ist. Wo hast du die jetzt hin? Hast du die runtergeschmissen? Hier, nehmen wir die mit. Den Luca-Cola-Truck. Die lassen wir jetzt hier. Aber für. Okay, hier waren wir schon. Gehen wir wieder herein. Und dann gehen wir zu dem blinkenden etwas. Eigentlich müsste ich das doch erfüllt haben. Ich habe doch gespeichert letztes Mal. Können Sie mir nicht sagen, dass ich gespeichert habe? Was ist das hier? Buch der Wissenschaft. Hab gerade das Telefon runtergeschmissen? Scheiße. Leer, leer. Motorrad-Benzintank. Haben wir schon, weiß ich.
Also hier zurechtzukommen ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Also irgendwie zeigt die lokale Karte nicht das an, was ich will. So. Die zeigt ja eine Tür an. Oder muss ich runter? So. So, hier war ich doch schon. Jetzt blinkst du auf einmal wieder da. Hey, Nervensäge. Was willst du denn? Hier waren wir doch drin. Habe ich alle weggesprengt. Oder hier sind sie auch weggesprengt worden. Hallo? Okay. Nein, das war blöd von mir. Jetzt bin ich wieder überladen. Maschinenpistole rausnehmen. Wieso kommt es mir so vor, als wären wir hier nicht schon mal gewesen? Ne, können wir reparieren mit unser. Kurz heilen. Aber hier waren wir doch schon, oder? So, ich würde mal sagen, ich laufe mal hier noch hoch. Moment. Ich muss nur mal kurz zu Atem kommen. Ey, hier waren wir doch schon. Die Mine habe ich doch schon entschärft. Mist. Trottel. Gut. Ich werde hier einen kleinen Moment Pause machen. Ich bin gerade überladen. Und, was heißt Pause? Wir gehen dort weiter, wo wir aufgehört haben eigentlich. Mal gucken. Eigentlich müssten wir das, müssen hier hin. Da werde ich dann gleich wieder dort weitermachen. Ich nehme in der Zwischenzeit mal die Gegenstände. Wir sehen uns gleich. Da bin ich wieder. Und zwar bei der netten Frau hier, unserer Gelehrten. Ja, sorry, dass ihr jetzt ein bisschen das, naja, ein bisschen was von dem gesehen habt, was ihr schon mal gesehen habt. Aber wir haben das Kinderarchiv besucht und das war neu. Oh, dann reden wir mit dir und verkaufen noch ein paar Sachen. Na, komm, rede mit mir. Überlastet. Was habe ich denn jetzt hier genommen schon wieder? Willkommen zurück. War Ihre Suche nach Büchern mit Erfolg gekrönt? Jo, ich habe Vorkriegsbücher für Sie. Ausgezeichnet. Wie viele wollen Sie mir zum Tauschhandel anbieten? Ich gebe Ihnen alle. Gut, hier ist die Belohnung. 300. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Und dann müsste ich jetzt gehen. Ja, der Stahl sei mit Ihnen. Denken Sie an mein Angebot. Ja, ich denke dran. Ich mache das ja auch mit und ich will mal gucken. Ich habe jetzt ausreichend Platz. Ich kann laufen. Die Ratio ist ein bisschen angeschlagen, weil er natürlich in eine Mine getreten ist. Mit dem extra Insektenforscher fügen Sie bei jedem Angriff für ein mutiertes Insekt 50% mehr Schaden zu. Okay. Oh, dann reisen wir noch schnell nach Megadon. Jetzt kann ich auch Weltkarte nehmen. Und wohin will er? Achso, das ist meine. Oh, dann erfüllen wir den Quest, der da noch war. Ich weiß gar nicht, wie spät es dann ist, wenn wir dann dort sind. Hallo. Suchen Sie den Bürgermeister oder den Sheriff? Haltet doch alle die Fresse. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao.